Ja, liebe Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Ziel der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist es, bei Immobilienkreditverträgen die nachhaltige Kreditvergabe zu fördern und ein hohes Verbraucherschutzniveau zu schaffen. Und deswegen haben wir uns im Gesetzgebungsverfahren als Grüne und Herr Oppendrink und das kann ich Ihnen jetzt nicht ersparen. Man hat ja fast das Gefühl, dass Sie Probleme mit Ihrer eigenen Bundesregierung haben, wenn man Sie hier reden hört. Wir haben uns also schon im Gesetzgebungsverfahren für Änderungen eingesetzt gegenüber Ihrer Bundesregierung, die Sie sozusagen jetzt im Moment offensichtlich gar nicht mehr als Ihre ansehen. Jedenfalls, wenn man Ihre kritischen Worte zum Schluss hier vernommen hat, konnte man den Eindruck hier, wenn man draußen zuhört, jedenfalls bekommen, da redet ein Oppositionspolitiker. Ist schon doch Ihre Bundesregierung. Ich hoffe, das habe ich nicht falsch verstanden. Ja? Also im Gesetzgebungsverfahren, und da sind wir Grüne, die wir hier in Nordrhein-Westfalen regieren und noch nicht im Bund, ja, im Vorteil haben wir uns dafür eingesetzt, dass ein umfassender Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher in diese Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie einfließt. Und ich darf hier noch mal zitieren, was wir da im Bundesrat vorgetragen haben. Zitat: Wir haben uns dafür eingesetzt, dafür Sorge zu tragen, dass die Kreditvergabe an bestimmte Zielgruppen, wir haben dabei an junge Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit stark schwankendem Erwerbseinkommen gedacht, nicht unnötig eingeschränkt wird. Und leider muss man sagen, Herr Oppendrink, Ihre Bundesregierung und der ihr folgende Bundestag hat diesem Anliegen nicht Rechnung getragen und im Bundesrat eben diesem Weg keine Folge geleistet. Nun ist es so, das, was dann am Ende bei dem Gesetz rausgekommen ist, hat wie so oft bei solch diffizilen Angelegenheiten Licht und Schatten. Aus unserer Sicht ist positiv zu bewerten, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung im Einzelfall nur dann negativ ist, wenn sie aufgrund einer Wertung sämtlicher Umstände zu dem Ergebnis kommt, dass der Verbraucher bzw. die Verbraucherin den Kredit in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr bedienen kann. In diesem Fall ist es aber auch, darauf hat der Kollege Kümmerling eben auch schon hingewiesen. Ja, gut. Entschuldigung, Kollege Kämmerling, also um diese Uhrzeit darf man da auch schon mal einen kleinen Versprecher haben. In diesem Fall ist es sinnvoll, Verbraucherinnen und Verbraucher vor Verträgen zu schützen. Da hatten Sie, lieber Kollege Kämmerling, ja eben darauf hingewiesen, sie davor zu schützen, sich finanziell zu überfordern. Problematisch ist hingegen, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung im Ergebnis zu einer Erschwernis der Eigentumsbildung für junge Familien führen kann. Insofern, Herr Witzel, ja, auch dieser Kritik kann man etwas abgewinnen, die Sie in der Tat etwas drastisch vorgetragen haben. Allerdings ist Ihr Antrag aus unserer Sicht deutlich zu früh, weil anders als das eben geschehen ist, ich hatte jedenfalls oder wir hatten noch keine empirischen Daten vorliegen, die dazu führen würden, zu sagen, ja, wir können jetzt schon beurteilen, wie sich das sozusagen auf dem Kreditmarkt jetzt tatsächlich entwickelt hat. Uns fehlen für eine abschließende Bewertung die konkreten Zahlen und andere Hinweise, die Ihre dargelegten Fakten belegen. Ja, ja, Sie rekurrieren im Übrigen aus unserer Sicht, und das ist ja auch eben in der Debatte sehr stark betont worden, sehr stark auf junge Familien. Das ist auch nicht falsch, da auch einen Blick drauf zu haben, insbesondere wenn man bedenkt, dass natürlich die Erwerbstätigkeiten dazu führen können, dass eben im wachsenden Alter das Vermögen steigt, der Lohn auch steigt und so weiter. Da sind wir ja gar nicht so weit von Ihnen weg. Was mich aber unheimlich umtreibt, und das hat auch diese Richtlinienumsetzung eben bis jetzt nicht geleistet, ist die ältere Generation. Wenn man sich mal überlegt, was wir mit der älteren Generation machen, das sind häufig eben auch Leute mit kleinem Portemonnaie, die werden schnell mal bei Handyverträgen oder bei Verbraucherkrediten abgezockt. Wenn die dann aber umgekehrt mal zur Bank hingehen wollen oder zur örtlichen Sparkasse hingehen wollen, dann kriegen die keinen Kredit mehr, spätestens wenn sie 60 sind. Ich weiß das aus Freundeskreisen eben auch. Und das ist, wenn man jetzt die Realität sich ansieht, im Moment Niedrigzinsphase, natürlich genau der falsche Ansatzpunkt an dieser Stelle. Deswegen gilt unser Augenmerk insbesondere jetzt mit Blick auf die Zukunft und die Bewertung des Gesetzes dieser älteren Generation, weil wir das für ein Unding halten, diese Menschen pauschal sozusagen
auszuschließen von der Investition, die man vorfinanziert. Und deswegen richtet sich unser Entschließungsantrag auch an die Bundesregierung, die an dieser Stelle nachbessern müsste, wie auch an einigen anderen Stellen. Darum fordern wir, Frau Präsidentin, die Landesregierung mit unserem Entschließungsantrag auf, sich bei der Bundesregierung für entsprechende Nachbesserungen einzusetzen und diese Gerechtigkeitslücke viel stärker im Sinne eines guten, nachhaltigen und sozial verträglichen Verbraucherschutzes auch entsprechend zu schließen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Markert, für die Piraten.